Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja. Siki, auf dem Weg zur Zugspitze. Was ist denn hier los? Krank, krank. Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog heute mit dem Siki. Und man glaubt es kaum, aber Siki hat einen Sehner. Ja, was geht? Ja, und wie ich gerade gesagt habe, wir sind in Garmisch-Partenkirchen, was irgendwie strange ist, weil normalerweise bin ich hier immer nur gewesen, wenn die BMW Motorrad-Days sind. Das heißt, heute ist es das erste Mal, dass ich außerhalb der BMW Motorrad-Days hier bin. Super geiler Ort. Du wirst es auch noch lieben lernen. Da gibt's ja, auch ich war noch nie hier. Du warst noch nie hier? Nee, ich war noch nicht hier. Boah, krass. Hier sind ja generell überall so ein bisschen ältere Häuser, ne? Hinter mir auch. Das ist halt alles traditionell gehalten. Also ich feiere das richtig. Auf jeden Fall mal ein anderes Bild, wenn man immer nur Stadt gewohnt ist. Aber ich glaube, ich mache mir gerade so ein bisschen Angst um das Bike, dass das zu heiß wird. Ja, deswegen fahren wir auch nach vorne. Ja. Guck mal, hier haben wir direkt einen ganzen Biker-Corso. Krass. Richtig krass. Pizza Hut, Alter, krank. Da war Pizza Hut. Echt? Ja, gibt's bei uns gar nicht mehr in Krefeld. Voll schade. Krass. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also in Krefeld, da läuft irgendwie einiges nicht. Nur die Dönerläden halt, ne? Also ja, bekannte. Die kennst du ja mittlerweile gut. Ja, die bekannte Dönermeile in Krefeld. Also Leute, wenn ihr mal in Krefeld vorbeischaut, schreibt mir, ich kann euch da auf jeden Fall ein paar gute Ketten empfehlen. Grillpalast. Kannst du mal dein Döner-Leibgericht präsentieren? Ach so, stimmt, ja, mein Döner-Leibgericht. Das klingt jetzt voll bescheuert bestimmt. Die Leute denken dann wieder so, hat der sie noch alle? So, weißt du, sonst immer Buttermilch, schon reine Buttermilch, ne? Richtig bescheuert. Ja. Dann esse ich Chips, richtig bescheuert. Und ich esse meinen Döner, halt Standard mit Fleisch, Salat, meistens scharfer Soße, Schafskäse, Pepperoni und, ganz wichtig, Reis. Es muss Reis in den Döner. Und du, hast du das auch schon probiert? Ich habe es noch nicht probiert, auch wenn du es mir schon empfohlen hast. Aber können wir ja demnächst mal nachholen. Ey, auf jeden Fall. Also sobald wir wieder zu Hause sind, wir sind ja jetzt noch 6-7 Tage auf jeden Fall hier. Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, können wir das gerne direkt machen. Machen wir. Leute, probiert das auch mal wirklich. Döner mit Reis. Es ist ultra geil und vielleicht trendet das ja sogar noch. Dann kann ich sagen, ich war der Erste. Döner mit Reis. Weil alle gucken mich immer so bescheuert an, wenn ich da bestelle. Ja, sogar die Leute, die da arbeiten, ne? Ja. Und manche wollen das gar nicht machen, aber weil ich es einmal bekommen habe, kriege ich es halt immer wieder. Ich sag dann halt immer, ja, hä? Beim letzten Mal habe ich das auch bekommen, da ging das auch. Und dann kein Problem, easy. Demnächst siehst du auf der Speisekarte genau dein Gericht. Ja. Döner mit Reis, Post Edition. Genau. Nice. Döner Post. Döner Boss oder Boss-Döner ist auch gut. Oh, guck mal hier. Ja, gibt's da Brezeln? Was? Da war so eine riesen Brezel, hast du die gesehen? Habe ich gesehen, aber ich glaube, die konnte man nicht essen. Nee, ich glaube nicht. Aber warum reden wir eigentlich die ganze Zeit über Essen? Kann das sein irgendwie, dass wir hungrig sind? Also ich könnte schon was essen. Ja, crazy, oder? Eins Eis. Eins nices Eis. Ja, aber ey, erzähl mal. Also, du hast ja jetzt das Sehner am Start. Ja, ich habe das Sehner am Start. Wir haben es auch schon vorher mal getestet. Wie ist das? Also wie gefällt dir das? Du wolltest ja unbedingt eins haben und Dankeschön an der Stelle nochmal an Sena. Ja. Also mega korrekt, dass Sena da so kooperativ war. Ja, jetzt auch für den Österreich-Trip. Genau. Haben wir extra noch eins bekommen, ne? Ja, quasi alles so in letzter Sekunde. Ja. Weil wir haben ja gesagt so, ey, wir machen hier den krankesten Österreich-Trip. Richtig geil. Wir brauchen noch einen Sena für einen Siki. Ne? Hashtag genau. Siki braucht einen Sehner. Und jetzt hat's geklappt. Jetzt können wir, genau, wir machen jetzt, Leute, schreibt mal unter das letzte Bild von Siki. Hashtag Siki hat einen Sehner. Macht den Ansturm des Todes, ich mach auch mit. Ich starte direkt mit Siki hat einen Sehner. Hashtag Siki hat einen Sehner. Und dann machen wir wieder die Eskalation komplett. Du kannst ihm nicht entfliehen. Zeig, was wir können. Boss Army on fleek. Safe. Bin ich mal gespannt. Also letztes Mal ging schon echt krass ab. Ja, mega. Ich habe das gesehen, das war so lustig. Das war echt krass. Also die meisten, die fahren ja schon seit Jahren Motorrad. Ne? Natürlich geht's auch ohne,
Aber wenn man dann plötzlich mit seinen Kumpels einfach reden kann, oder es gibt ja auch wahrscheinlich viele, die zur Arbeit oder zur Schule fahren, dann einfach ein bisschen Musik hören. Man sagt ja eigentlich immer, ja, man will den Sound hören, aber so zur Abwechslung kann man dann auch mal ein bisschen Musik hören, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es, gerade wenn man, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie du das schon ausprobiert hast, aber wenn man zum Beispiel auf dem Trainingsspot ist und dann ein bisschen trainieren möchte, ne, so ein paar Wheelies macht den Sonnenuntergang und dann einfach so ein bisschen chillige Musik. Muss ja gar nicht laut sein, man kann es ja wirklich justieren. Also ihr könnt ganz leise, ganz laut, mittel, das geht ja alles. Also da finde ich das dann persönlich ziemlich nice mit der Musik. Hast du schon telefoniert darüber? Telefoniert noch nicht, nee, leider nicht. Also ich hatte einmal mein Handy damit verbunden und dann wird das ja automatisch weitergeleitet. Aber da war ich am Stehen und dann habe ich es direkt wieder ausgemacht, um normal zu telefonieren. Okay. Aber soll ja auch gut funktionieren, ne? Ja, mega krass. Also die Leute, die checken das nicht mal, weil die Qualität so gut ist. Ja, das stimmt. Dass man gerade auf dem Motorrad sitzt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil gerade beim Crosshang, der Wind, der fegt ja da durch. Ja, die sind ja extra so gebaut, dass man da viel Luft abbekommt. Eben, und das Mikro ist ja permanent diesen Winter ausgelastet. Ja. Aber es funktioniert. Ich finde es mega geil. Ich feiere das so hart. Alter. Junge, meine Karre, die wird auch so warm. Wie ist das bei deiner? Ich sehe das ja selber nicht. Hast du ein Temperaturdings dran? Nee, aber mein Arsch brennt förmlich weg. So krass bei der Zweitakter, wenn du so chillst, willst du natürlich nicht allzu hohen Drehzahlbereich fahren. Und dann musst du erstmal drei Gänge runterschalten, damit du halbwegs an den Rezo kommst. Ja, finde ich mega krass. Also guck mal, das ist jetzt Vollgas. Im sechsten Gang. Was? Und wenn du dann hier... Jetzt mach mal Rezo. Alter Junge! Krank! Ja, man hätte halt eigentlich noch einen Gang runterschalten können. Alter, heftig. Aber du bist ja selber schon mal gefahren am Stahlberg. Ja. Da war zwar noch die Enduro-Übersetzung drauf. Ich habe halt jetzt die Übersetzung für Österreich, ne, dass man auch mal ein bisschen entspannt fahren kann. Aber du meintest ja selber, am Stahlwerk, da gingen die in jedem Gang hoch. Ne? Also 300er ist eigentlich viel zu viel Leistung. Total komplett, krank. Komplett gestört eigentlich, sich sowas zu holen. Also. Ja, damit hast du quasi selber gerade bestätigt, dass du komplett gestört bist. Aber hey, das macht dich auch sympathisch. Immerhin. Wie lange fährst du jetzt schon? Wie lange? Ja. Boah, ich weiß gar nicht genau, ob die jetzt... Ich glaube, ich habe die noch ein Jahr jetzt circa ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich fahre ja auch noch Enduro und dann... Ja, ich wollte halt mal was Neues ausprobieren. Ich hatte ja vorher die 400er. Und dann dachte ich mir, ja, so Two-Stroke ist ja auch ziemlich nice. Und dann probierst du es einfach mal aus. Und funktioniert. Ja, übel. Also ich bin halt auch Fan von Zweitakt. Wobei halt bei 300, wie du gesagt hast, die Power halt so enorm ist. Ich weiß nicht, ja, wie das also bei den 250ern ist, ob das da vielleicht ein bisschen besser dosierbar ist, aber 300 hat halt so enorm Power. Ich bin ja auch in Düsseldorf von dir gefahren. Ne? Ja, stimmt. Als ich in Düsseldorf gefahren bin und Circle Wheelies mit der versucht habe, so krank bissig. Unglaublich. Ja. Also da muss man wirklich, wenn man zum Beispiel eine 350er gewöhnt ist oder eine 250er, muss man so aufpassen, weil die Leistung halt so krass kommt, so rabiat. Ja, genau. Die verzeiht dir schon mal, ne? Wenn du mal aus Versehen ein bisschen zu viel Gas aufreißt, aber hier im hohen Drehzahlbereich kommt direkt so ein Ruck. Oh, aber jetzt kommt ein bisschen Strecke. Ja, wollte ich gerade sagen. Komm, dann machen wir mal ein bisschen. Boah, richtig geil, ey. Endlich Kurven. Beziehungsweise vorhin hatten wir ja auch schon ein paar, aber... Viele Autos vorne am Fahren, ne? Wir sind ja auch unter der Woche hier, also... Hey, Storytime. Ultra die Story, pass auf. Da kommst du nicht drauf klar. Hier kommt jetzt so ein kleiner Parkplatz. Hier an der Seite, hier, ne? Ja. Da habe ich wann war das? 4 Jahren oder 5 Jahren im Auto gepennt. Ja, direkt an der Zugspitze. Da waren auch die BMW Motorrad Days. Und okay. Da auf dieser Weide hier, ja? Ja. Da waren dann morgens Kühe und die hatten alle so eine riesen Glocke um den Hals. Oh Gott. Eine riesen Glocke, ja. Und das war so laut, dass ich davon wach geworden bin. Und ich stampf dann da so aus dem Auto, Zugspitze direkt vor mir, die Sonne geht gerade so auf. Und dann sind da diese Kühe, die ganze Zeit rumbimmeln. Das werde ich nie vergessen. Aber also, krass, jetzt sind wir wieder hier. Ja, oder? So cool. Das ist echt krass. Guck mal da, sind sogar Kühe. Oh, Tatsache. Ey, die chillen ja richtig. Guck mal, wie die im Squat da liegen. Krank. Könnt ihr das mal? Die chillen ja. Wir haben ja auch so eine Glocke, ne?
Haben die? Fahrradfahrer. Ja? Ja, guck mal, ja, genau, siehst du? Dann sind die das. Oh, ich hoffe, man sieht die. Vielleicht erkennen die dich ja wieder. Ich habe keine Ahnung. Komplett verrückt. Siki, auf dem Weg zur Zugspitze. Was ist denn hier los? Krank, krank. Oh, guck mal hier. Ist da ein Unfall passiert? Ich glaube, da ist ein Unfall passiert, oder? Sieht fast danach aus, die ne? Stehen ich da ja nicht, alle. Dass sie hier parken. Alter Schwede, oder? Oh, shit. Ja, der hängt doch am Baum, oder nicht? Die parken hier. Digga, was? Die parken da. Die parken hier. Das sah echt aus, als würde der im Baum hängen, oder? Ja, voll. Alter, wie bescheuert. Ja, wir sind manchmal nicht die Hellsten. Ja, aber wir haben Spaß bei dem, was wir machen. Von daher, ja. Ne? Könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Solange man Spaß hat. Ne? Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja. Wir fahren ja auch immer höher, habe ich das Gefühl, ne? Ich krieg schon Druck auf den Ohren. Echt? Ich noch nicht. Nee? Aber wir fahren immer höher, sagst du. Wir haben ja eben schon gesagt, man hat hier kaum... Also man merkt auf jeden Fall, dass die Bikes nicht mehr so krass ziehen, ne? Ja, null. Also, ich fühle mich gerade wie auf einer 250er. Ohne Mist. Ja, ich will gar nicht wissen, wie das bei Jenny ist. Die ist ja mit der 250er da vorne unterwegs. Also, wirklich eine 250er. Da muss ja gar kein Bums mehr sein. Ja, ne, das ist ja, allem, ne? Das ist ja dann wie eine 125er. Guck mal, er macht einfach eine Story hier. Krank. Handy am Steuer. Nein. Also, sowas Unverantwortliches hier. Nee. Ah, guck mal, jetzt sind wir auch gleich da, Eibsee. Nice. Ich fahr mal vor. So, müssen wir mal gucken. Also hier ist Parkplatz, da wollen wir nicht parken. Wir suchen uns den Special-Parkplatz raus, okay? Machen wir. Den okay. David Post. Oh, guck mal hier links hoch. Sieht richtig ewig aus. Ja, genau, das ist die Zugspitze. Da oben. Da wollen wir hoch, oder was? Ja. Boah, das wäre schon geil, ne? Müssen wir nur gucken hier, was die Gondel da kostet. Aber ich hätte Bock, wenn es nicht arschteuer ist. Why not? 6,5 Stunden später. So, Leute, weiter geht's hier. Garmisch-Partenkirchen. Beziehungsweise Zugspitze Eibsee haben wir hinter uns. Es war übel nice. Wir sind ein bisschen mit den Booten über den See getuckert. Richtig, richtig cool. Und wir waren verbotenerweise auf den Inseln drauf. Haben wir nicht getan. Aber Leute, habe ich ja letztens schon in einem Blog besprochen. Was wäre die Welt, wenn man jede einzelne Regel befolgen würde? Langweilig. Komplett langweilig. Okay. Lass mal einen Wheelie pullen. Komm. Okay. Komm, Schleifer. Ja, Mann. Ultra geil. Safe, Brudi! So Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir auch Schluss für den allerersten Vlog hier in Bayern/Österreich. Erster Vlog hier, Premiere mit Siki. Ich denke, in Zukunft werden definitiv noch mehr folgen. Ja, wie immer, genießt die restlichen Tage. Und jetzt muss ich mal eben hier wenden, damit ich einen Wheelie machen kann. Wie immer, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, geht steil!